So, wir sitzen jetzt unten, Bierchen, wurden hier nett bedient. Also das Hotel ist so damn amazing. Hier drin steht halt der Klavierflügel, ich zeige später vor innen auch noch. Und wir haben auf jeden Fall hier eine super krasse Terrasse. Hier unten ist der Spa-Bereich, den checken wir morgen noch etwas genau aus. Wir haben hier einen Pool, wir haben den wunderschönen Comer-See. Wir sind jetzt in Como, an dem größten Ort quasi am Comer-See. Wir waren gerade nur einkaufen und haben uns lecker Zeug geholt. Das zeige ich auf jeden Fall auch noch. Hier hinten ist der Dom. Also es ist ein total schöner Ort. Wirklich mega schön. Also ich finde es schöner als ein Gardasee. Wir machen hier so einen Rundumblick. Ist mega geil. Da geht nur so eine Zahnradbahn hoch. Hier sind Schiffe. Wow, ist mega schön hier. Mega. So, wir sind jetzt am übelst fancy Restaurant, das einfach sau teuer ist. Und hier gibt es so Butter und Butterbrot und ja, es ist einfach teuer und hier ist so ein Weinding und die Küche ist hier, ja, ist ganz geil, wir essen jetzt. Hier nochmal ein paar Impressions, um euch das einfach so zu zeigen. Ist schon ein schicker Ort, hey. Natürlich die Stores, Rolex, Dior, Armani, also alles, was man halt so unter die Luxusmarken kennt, was ich natürlich nie anziehen würde, aber ist krass. Ja, ist nett. So, wir fahren jetzt mit dem Auto in unser gemütliches Hotel und ja, chillen einfach. Ich denke, wir sehen uns morgen erst, aber vielleicht melde ich mich dann nochmal. Möchtest du jetzt ein Cremetörtchen? Nee, danke. Jetzt nimm eins. Sind halt nicht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich aus dieser absolut noblen Residenz. Man sieht hier den Sebastian vor einem Klavierflügel. Das ist das Szenario. Er regt sie auf, weil ich gestern geschnarcht habe. Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Ich zeige euch jetzt ein bisschen das Hotel. Das ist so der Aufgang. Dann haben wir hier noch so Area. Und ich muss jetzt hier rausgehen. Oh, deshalb muss ich diesen Kaffee kurz abstellen. Und ich zeige euch jetzt das Szenario draußen. Jetzt gehen wir hier raus. Wir nehmen einen lecker Cappuccino mit, der übrigens ausgezeichnet ist. Oh, das ist gemütlich hier. Und jetzt schaut es euch das an. Jetzt machen wir hier zu. So, schaut euch das an. Lago di Como. Lago di Como. Das ist unser Hotelpool, in dem wir uns gleich rein bewegen werden. So, wir sind jetzt am Frühstück. Zeige ich das jetzt mal so grob. Dann gibt es das. Dann gibt es einen Kaffee, dann gibt es das. Dann gibt es das. Ja. Was ist jetzt schon da? Jetzt melde ich mich mal richtig am nächsten Morgen. Wir sind hier am Lago di Como und Lugana See, der ist direkt hinter uns. Und es ist ein Traum, ich sag's ganz ehrlich. Also wenn man nur in Gardasee gewohnt ist, der auch schön ist, versteht's mir nicht falsch, aber hier ist natürlich viel schöner und geiler. Also es ist echt der mega Wahnsinn. Das ist unser Hotel, da unten ist der Spa-Bereich. Da bewegen wir uns später hin. Es ist leider schlechtes Wetter und wir haben hier lauter so Chill-Areas. Das ist ein Traum, Mädels. Das Leben kann so schön sein. Oh, schaut euch das an, Palmen. Es ist ja einfach der Oberwahnsinn hier, mega. Schön, ja, was gibt es zu erzählen? Wir genießen unseren Aufenthalt, aber ich mache natürlich ein paar Videos für euch und begleite es ein bisschen mit. Und ja, wir haben einfach gute Zeit. Ich trinke jetzt meinen extrem guten italienischen Cappuccino zu diesem Ausblick. Hey, Mädels, man lebt nur einmal. Genießt es, glaubt es mal. Das Leben ist zu kurz. Und jetzt schauen wir mal, der Basti pennt. Den gehen wir aber jetzt natürlich auf den Sack. Ah, er ist wach. Das gibt's ja gar nicht. Echt, oder? Ja. Hi. Hi. Ein bisschen verpellert bin ich schon noch. Da draußen unterwegs. Gesunder Apfel. Ja, ist schön hier. Wahnsinn, hey. Also wie gesagt, kann ich echt nur empfehlen. Lago di Como. Wahnsinn. Hat man echt nicht so auf dem Schirm. Wunderschön. Wir rennen jetzt gerade mal die ganzen kleinen Gänge hier ab und ja, das ist echt interessant, also da kann man irgendwie überall lang gehen. Oh, sorry für meine Atmung, sind hier echt hochgerannt. Das Schöne ist, hier sind überall so kleine Quellen aus dem Berg raus.
wenn die Trinkwasserversorgung zusammenbricht, hast du halt hier immer Trinkwasser. Kommt frisch aus dem Berg, kann man ohne Probleme trinken. Jetzt sind wir hier natürlich schon richtig hoch. So schaut es natürlich aus, das ist alles so richtig eng. Und Ding, Basti hat hier einen guten Spot anscheinend gefunden. Ach, ist der Innenhof. Ja, das ist ja cool. Hey, das ist echt cool hier. Ja, privat. Das ist ja tighter als in Amsterdam und bergiger. Hat schon einen sehr, sehr schönen Vibe. Okay, wir sind jetzt richtig weit hochgelaufen. Und hier geht's halt einfach so damn runter. Also ein Wasserfall. Aber das schauen wir uns jetzt an. Okay, hier ist einfach Brücke und Gebirgsfluss. Boah, das ist scary, die Bridge. Da gehen wir drüber. Oh, Junge. Junge. Alter. Aber halt leider so ein bisschen der Metallmüll. Muss nicht sein. Boah, hier geht's noch weiter hoch. Nächste Entdeckung. Zitronen, aber welche Dinger im März, April? Wahnsinn. Verbotenes Früchtchen, ne? Verbotenes Früchtchen. Also es geht ja hier noch weiter. Ja, bist du des Wahnsinns? Okay, jetzt sind wir wirklich inmitten des Berges. Wieder ein kleines Bächlein. Ist kein Maibach. Das ist quasi Aprilbach. Wow, mega schön hier. Schaut euch das an. Da unten ist der See. Da sieht man es gleich. Ich zeige es euch natürlich noch. Bleibt dran. Bleibt dran. Da ist der See. Du Urwald. Mann, ist das schön hier. Weil hier sind lauter so Terrassen. Wäre ich fast hier runter. Wäre natürlich super gewesen. Hier sind lauter so Terrassen. Da haben die sicher was angebaut. Oh Mensch, macht das Laune hier. Bin gespannt, ob es noch weiter geht. Basti entwendet aus diesem Hotel natürlich alles, was hier nied- und nagelfest ist. Und wir gehen jetzt in das Spa. Und so sehe ich aus. Ich schaue sehr sportlich und leger aus. Das ist echt fucking Riesenspiegel. Ja genau, wir gehen jetzt ins Spa. So, wir kommen jetzt aus dem Spa-Bereich, aus der Sauna und wollen jetzt in den See gehen. Was, glaube ich, ein bisschen eine krasse Idee ist. Aber wir ziehen es durch, no excuses. Da ist der Pool, der wahrscheinlich auch saukalt ist. Oh ja, da ist der Steg. Ah, das ist halt krass, ja. Ah, das ist halt Endlevel. Ah, Junge, ich sehe hier schon, wo man reingehen kann. Alter, ich war hier gerade in dem See. Es ist so Endlevel kalt. Herr Basti, die kleine Mimose rennt schon wieder hoch. Aber Traum. Ich glaube, ich mach's nochmal tatsächlich. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal ins Dampfbad und dann, ach, hier geht's lang, ist alles so verwinkelt hier. Und dann gehe ich nochmal in den See, es ist herrlich. Ich kann das Hotel nur empfehlen, das ist mega. Und vor allem, das Schöne ist, Alter, ich vlog gerade, halt's Maul. Und hier an der Tür, und das Schöne ist, wir haben den Spa-Bereich für uns. Oh, hat das gut getan. Wir haben den Spa-Bereich einfach für uns. Oh. Ja. So, wir sind jetzt mit dem Spa fertig. Es war richtig geil. Ich mag ein türkisches Dampfbad eh lieber als die Sauna. Hier sieht man so wunderschöne Italy. Jetzt zapfe ich mir hier alkoholfreies Bierchen. Das muss ich jetzt kurz so öffnen. Ah. Oh, jetzt will ich eigentlich an den rauchen. Ich glaube, das ist mal am Fenster. Cheers! Hallo, eure zwei Lieblingsvlogger. Wir waren jetzt einkaufen und jetzt gehen wir in die Stadt. Basti ist hier im Alparken. Genau, let's go. Wir sind jetzt in der Stadt. Wir suchen Burger. Nee, wir müssen da gerade drüber. Aber ich will meine Follower kurzes zeigen hier, Mann, okay? Hey! So, hier oben sind schöne Häuser. Müsst ihr mal anschauen. Das ist richtig geil hier. Das ist jetzt Como und es geht quasi direkt über nach Lugano in die Schweiz. Also ist eigentlich mehr oder weniger der gleiche Ort, aber ist schon super nah. Und wir suchen jetzt ein Burger-Restaurant, weil wir Bock haben auf Burger in unserem Maul. In 50 Metern und hier den ist Pfad der Platz, rechts wo wir gestern schon waren. Eine schöne Statue, die Kirschblütenbäume. Das ist der Dom hier. Ein bisschen Kultur, das mag ich doch immer sehr. Und by the way, diesen Kaffee habe ich für 1,50 Euro erworben. Da kommen dann doch wieder die italienischen
ja, Schmankerl zu günstigen Preis zum Vorstellen. Selbst in Schweiz, ne? Es ist wahrscheinlich sauwindig. Wir sind hier nochmal an den Spot, aber ihr seht das eh. Ja gut, das war's. So, nochmal hier eingekehrt. Ah, zum Wohle. Zum Wohle, mein Freund. Ah, schön hier. Letzter Tag, leider. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein letztes Mal vom wunderschönen Comersee. Ja, wir fahren jetzt heim. Wir haben jetzt nur die Heimfahrt vor uns, leider. Ist schon wieder rum. Es waren sehr schöne Tage hier. Es war wirklich viel Neues zu entdecken. Es war echt schön. Und jetzt frühstücken wir und verabschieden uns vor diesem wunderschönen See und fahren nach Hause. Da nochmal letztes Mal frühstücken. In einem wunderschönen Ausblick. Lecker. Gott, wir müssen da raus. Ich mach damit testen. Ah, Junge, der Dance geil. Krass, ey. Alter, macht das gute Laune, Sonne. Diese Dinger sind so magic gut. Die sind so magic gut. Euer Hund. Wir sind in heimischen Gefilden wieder angekommen. Die Berge sind hier super klein. Und dieser verdammt geile Leihwagen, der neue Audi A4, hat uns wieder ganz tolle Dienste geleistet. Also wir hatten wirklich Spaß mit dir. Hast uns super gut nach Italien gebracht und wieder zurück. Super. Audi, wir machen die jetzt hier nur so ein bisschen sauber, fahren jetzt heim. Das war das Ende vom Video. Ich mach's ganz kurz, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar. Ich wünsche euch nur das Beste. Schönen Mittag, schönen Morgen, schönen Abend. Ich hab euch lieb. Herbert TV, let's fucking go! The last beats.